Leute, hier ist Timo und Kevin und wir spielen heute Amnesia, eine Custom Story von Marcel Davis, ist weg, verdammte Scheiße. Also dann legen wir mal los, ne? Ja. Jetzt viel Spaß beim Lesen. Also, das 1-1 Mord Scar lautet, lauert an jeder Ecke auf dich. Marcel Davis muss gefunden werden. Koste es, was es wolle. Mach dich bereit auf eine volle Landung Scheiße in deiner Hose. Und auf ein paar schöne Bam. In your face Moment. Hier wird dir das Fürchten gelernt. Jetzt auf Starten, oder? Ja, starten. Yeah! Jetzt geht's los! Pui! Schneller! Oh, wie hat das? Okay. Oh, ich hab Angst! Also, oh, ein T-Shirt. Ich habe aber eins an. Boah, zu hier. Ganz unten auch noch. Ja, ja. Okay. Ich geh pennen. Bisschen schierer, damit es warm wird in der Bude. Was ist da? Oha, voll groß. What the fuck? Kann ich mich bücken? Steuerung. Schau mal den Schränken nach. Genau. Verpackt geht nicht auf. Scheiß Spiel. Warte, da ist ein Zettel. Kannst du lesen? Oh, jetzt habe ich einen Rundschmetter. Boah. Tschüss. Ey du Penner, willkommen erstmal zum ersten Teil von Marcel's Mord Scar. Dies ist eine Custom Story, die mit einem kleinen Schuss Humor genommen werden sollte. Da der Wahnsinn hinter fast jeder Ecke auf dich lauert, ja, ich weiß, ihr wolltet keine Romane lesen, sondern Schockmoment erleben. Die können ihr auch haben, aber erstmal ein paar glitzekleine Fakten über diesen Raum. Lest du weiter. Okay, erst, es gibt hier drei Bücher über Gott und die Welt, die auf dem Tisch stehen. Zweitens, es stehen drei überdimensionale Portionen auf dem Tisch rechts von dir. Oder standen bis gerade eben noch da. Viertens, im Piano wartet nichts auf dich. Nein, im Ernst, jetzt, da ist wirklich nichts. Fünftens, ein paar Kumpels liegen auf deinem Bett und darauf warten darauf, dass du dich ihnen näherst. Okay, Achtung, bei Näherung des Bettes ist ein Orgasmus Gefahr, nicht ausgeschlossen. Okay. Yeah, auf den Orgasmus. Yeah. Yeah. Boah. Oh, uncut. Muss ich gleich mal den deutschen Behörden melden hier. Tisch muss ich kaputt machen. Wie? Nimm einen Stuhl und schlag drauf. Jetzt geht's los. Randalieren hier. Dun. Ich mag Züge. Hey, cool, ich auch. Boah, Stück, der geht alle. Der Schlüssel ist auf dem rechten Türrahmen, sucht den Raum aber nochmals ab, da findet sich noch das ein und andere Geschenk. Gruß, Marcel Davis. Sexy. Hallo. Möchten wir reden? Schere zumachen hier. Es gucken vielleicht kleine Kinder zu. Ah, da. Wo? Warte, da ist noch eine Taschenlampe. Wo? Da. Eins und eins. Oh Gott. 1-1. Hallo, hallo, mit Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Wenn Sie eine Frage zu Ihrem 1&1 DSL-Anschluss haben, dann rufen Sie an, kostenlos. Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Tür öffnet sich. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Wie zum Beispiel bei Familie... Hier, dann reden wir auch nicht lange um den heißen... herum, sondern kommen persönlich vorbei. Klingeln. Tür wird geöffnet. Und wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Fair und transparent. 1&1.
Da muss ich wohl gleich mal mein... Wo? Oh, Money. Money Boy. Oh ja. Warte, wo war jetzt der Schlüssel? Oh, ich hab Angst, mich zu erschrecken, Alter. Rechte Türrahmen oben. Hallo? Hallo? Schau mal auf rechte Türrahmen oben. Ja, da liegt er. Jetzt drückt Tab. Die zwei Pfeile. Ah, genau. Das sind die Schlüssel zweimal. Und jetzt. Hallo? Drück mal Doppel F. Nochmal Tab. Und jetzt drück mal ein paar Mal da drauf. Das ist das mit Öl gefüllt. Und jetzt kannst du wieder rausgehen und Doppel F machen. Und du. Na du. Lo. Na du. Und. Oh. Und tschüss. Hallo. Du bist die bestimmt zu deinen Kollegen Gesellen, ne? Das ist mein Oma. Ich bin nicht schwul. Japaner! Was ist los? Ich glaube, bei denen funktioniert der DSL-Anschluss nicht. Da ist nichts. Sie haben uns verarscht. Wo? Ich stell meinen Schlüssel. Das F mit wie verschlossen. Netter Hund, der du. Okay. Was ist jetzt? Da wie nicht runter, da ist neblig. Komm, wir nehmen Abkürzung. Das ist ein Schlüssel. Jetzt hast du ihn runtergeschmissen. Hab ich nicht. Das sieht bloß so aus. Optische Täuschung. Komische Schlüssel. Hier, nimm. Sette. Bist du? Hier unten im Innenhof sind noch einige Bekanntschaften zu entdecken. Schau nicht mal um. Viel Spaß beim Finden. PS, guck besser nicht nach oben. Okay. Nach oben gucken. Nee. Was war da jetzt? Was war da jetzt? Schon mal beim Brunnen. Wo ist denn Brunnen? Da, wo du gerade warst. Da. Okay. Okay. Hoi, 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 du. Oh, oh. Rassiert dich mal. Hey, so hänge ich auch mit meinen Kumpels ab. Ah, da ist Öl. Wo? Da, links. Links an dir, da, bei den Steinen, unten, rechts, rechts, ja, da, ja, genau, da. Ach, da. Tja, voll tricky. Ich glaube, du musst wieder hoch und den Schlüssel einsetzen. Nee, den muss ich da reinstecken. Ja, Moment. Ich bei der Tür. Irgendwas ist bei der Tür. Ach, Tür auf. Ah, hier, das versperrt bestimmt die Tür. Bisschen Feuer. Feuer da hinten. Naja, viel Spaß. Ich komm nachher nochmal vorbei. Ja, aber nur oder so abhängen. Das ist auch voll cool. Ja. Yeah. Mann, da komm ich wohl nicht rein, oder? Sieht nicht so aus. Jo. Spritten kann ich nicht, oder? Doch. Wie du bei. Bei dem Fall nach oben, glaube ich. Ja, ja. Jetzt, da muss man die Hälfte mal reinmachen. Ja. Lua! V plus, verpiss dich. Nee, jetzt geh ich da rein jetzt. Yeah, Marcel Davids, 1 und 1. Das hat mich nicht erschreckt. So, dass dein geistiger Verstand bis hierher gereicht hat, wundert mich sehr. Ja, mich auch. Übrigens habe ich dir ein bisschen Kleingeld hier liegen gelassen, mein Sohn. Wie du siehst, gibt es in diesem Raum 3 Türen. Es gibt allerdings keine falsche Wahl. Doch wähle gut den zwei Räume sind verflucht. Viel Glück. PS, der rechte Raum sieht dunkel aus. Ja. Dort Manuel. Danke. Oh, er hat mir Geld da gelassen. Können wir doch gleich mal 1 und 1 anrufen.
Ah ne, da will ich nicht rein. Ah, da will ich auch nicht rein. Die Türen sind alle verschlossen. Schlüssel ausmachen. So. Ah, ich vergesse mal die. Ja, mach die Tür auf. Geht doch nicht. Ah, guckst du, richtige Tür, Mann. Die chillen ja am Boden. Das ist ja wieder so schön. War recht da. Wow, wow. Ah, ich glaube, wir gehen wieder zurück. Haben wir den Schlüssel gleich noch? Ja. Naja, der Raum, der war wohl nix. Naja, auf Wiedersehen. Nächste Tür. Naja. Ich guck lieber auf den Boden. Mit dir, Mann. Ah, so. So. Die Türen sind verschlossen, Epic Fail. Ha. So, jetzt die Gäume. Ausklemmt. Jemand hinter... Was? Jemand? Die rammen jetzt ein. Dun 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 dun. Ey, du kommst hier nicht rein. Hey, so ein Zigeuner. Ich ruf 1 und 1 an. Ey, du hast doch einen Schlüssel. Ah, ich glaub schon. Hab ich noch einen? Ja, okay. Dun 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 dun. Ja, Mann. Yeah. Du hast... die Wahl des Weges. Oh, oh, Hitler. So ein großer Mann und so einen kleinen. Ja, Mann. Sieht aus wie du. Oh Gott. Ah, ja. Du dich ab einfach. Noch immer am Leben? Ja, willkommen erstmal in der wunderschönen Bildergalerie von Marcel Davis, wo es über 100 verschiedene Arten von Ornamenten gibt. Allerdings spuckt es hier, sie müssen wirklich auf alles gefasst sein. Kevin! Also ich, einfach durchlaufen bis zum nächsten Raum. Wir wissen nicht, wo sich der Schlüssel befindet. Allerdings habe ich herausgefunden, dass hinter manchen Bildern sich ein Hohlraum befindet. Vielleicht sollte man sich die Bilder mal unter die Lupe nehmen und ausprobieren, was sich machen lässt. Und vielleicht finden sich so der Schlüssel wieder. Aber Achtung, es spukt hier. Seien Sie am besten so leise, wie es geht. Verhalten Sie sich unauffällig und üben Sie keine rückartigen Bewegungen aus. Viel Glück. Beam. Also, unauffällig. Wow! Komm rein, Mann! Glaub, das war unauffällig genug. Also wir müssen die Bilder abhängen. Wie werde ich jetzt wieder normal? Ich muss warten. Oh. Ich sehe aus wie dieser Typ. Naja. Jetzt schau mal erst nochmal zum Schrank rein, vielleicht ist da was. Ja, hallo. Nee, es verpackt, geht nicht. Boah! Ich hab mich gerade echt erschrocken, Alter. Ja, yeah, Mann, Gangbang. Oh, geil. Yeah. Kill die mich. Geh weg! Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach nie ein Service bei 1 und 1. Hohlraum. Hallo? Ja. Gib mir einen Kuss. Nee. Yeah, der macht. Der danst voll ab, Mann. Gib mir den Beat. Ja.
Gib mir den Beat. Ich glaube, sie haben mir Alkohol gegeben. Hinten ist was, ein Stuhl. Warte, drück mal wieder Tab. Ja? Vielleicht, gib mir auf deinen geistigen Zustand da unten. Ja? Punkt, 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 okay, du bist irgendwie... Nimm mal das da, vielleicht geht's doch. Der Kopf drin und die Hände zittern. Ja, Mann, das war bestimmt Koks. Boah! Ja, du bist ja lieb. Geil, jetzt hier. Ist ja noch schlimmer als die zwei Psycho-Filme, die wir angeguckt haben, Alter. Hä, wieso gucke ich eigentlich noch? Ah ne, Schlüssel haben wir noch nicht gefunden, gell? Ja. What the fuck? WTF? Da ist nochmal ein Zettel. Oh. For the win? Nochmal ein Zettel. Oh, deine Maus klemmt immer dazwischen drin, Alter. Nochmal ein Zettel. Was machst du da? Weißt du, ich komme mit deiner Tastatur nicht klar. Geht. Soll ich dir mal den Arsch aufreißen? Was fehlt dir einfach, alle Bilder abzureißen und dann die Notizen zu lesen? Wirst noch sehen, was du davon hast. Das ist nochmal eine Notiz. Achso. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Computertexteingabe. Ah, du hast 3, 2, 1 vergessen. Jetzt geht's los, du liest gerne. Zeit, Geschichten zu schreiben, Notizenklaue. Oh ja, gute Nacht. Aha, ist wohl ein Fail. Ja, Entschuldigung, dass sie die ganzen Bilder abreißt, aber ich tu gern Häuser demolieren. Oh ja. Ich bin der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Aha. Oh ja. Aha. Schöne Augäpfel, richtig gut. Ich bin ja zwar kein Arzt, aber die sind bestimmt normal. Solche Augäpfel habe ich auch immer. Ich hab zu viel Überwahl bekommen. Alter. Vor viel Bilder, sondern also sein Leben. Chill. Schau mal hinter dir, da hängt nochmal ein Bild. Ja, das da. Vielleicht, nein, nein, da rechts, nein, hier, link hier. Da was? Yeah. Lies du, du hast gefunden. Okay, du musst doch lesen, My Little Pony. My Little Pony. Glückwunsch. Glückwunsch, du hast den richtigen Schlüssel doch noch gefunden. Doch noch. Vielleicht hätte ich ihn doch lieber vor der Tür hinlegen sollen. Hm. Während du den Text hier sorgfältig liest, habe ich den Schloss auf, habe ich das Schloss ausgewechselt. Damit will ich dir natürlich verwirklichen, dass du jetzt verklickern, du Tippel. Verklickern, dass du jetzt nochmal alles absuchst. Absuchen musst. Tipp. Der Schlüssel befindet sich hier in diesem Raum. Mit freundlichem Gruß, Marcel Davis. Ich kann euch gleich versichern, dass wir uns jetzt erschrecken würden. Oh, ja. War ja einfach, aber der hat das Schloss ausgetauscht. So ein... Oh, ich glaube, ich habe schon wieder was genommen. Was ist das? Ja, das ist dein körperlicher Zustand. Ja... Zu Hause. Hier wohne ich, verschwinde. Wir werden uns erschrecken. Yeah. Wow. Hey Mann. Ich glaube, der hat gerade Besuch erfangen. Ja, von wegen, der Schlüssel ist in diesem Raum. Ich flippe aus. Ich kann mir vorstellen, der Schlüssel ist wirklich vor der Tür. Ja, laufen wir zur Tür. Oder vielleicht genau neben der Tür. Oder vielleicht auch nicht. Hier muss hier irgendwas sein. Ja. 1-1. Du hast es wie immer geschafft, das Rätsel zu lösen. Mach weiter so, Marcel David. Ist stolz auf dich. Buh. Ah. Buh. Wer war's der Schlüssel? Ja, yeah, Mann, ich lieb so einen Schlüssel. Okay. Ja, genau neben. Yeah, an jeder Ecke lauert mehr als eine Sache auf dich. Ja, ein Internet. Eine Notiz. Heilandzakredit.
Schwieriges Rätsel. Telefon klingelt, wer kann das so sein? Ja, ich nicht. Langweilig. Hallo. Dun, 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 dun. Von irgendwelchen Leuten, die uns töten können. Ja, eigentlich die Monster, aber ich weiß nicht. Da ist nichts drin. Digga! Wo ist das Klo? Kann er uns killen? Sieht uns gar nicht. Mit rechts gewürfst du das. Ah, der macht mit dir nichts. Ich weiß ja nicht. Boah, er geht wieder. Er hat den schon längst getötet. Schon überlappen. Ich will ihn jetzt schon mal anschauen. Warum? Der geistige Zustand. Warte, das Kessel könnte glaube ich aufmachen. Verfolgte Apfel. Welches Kästchen ist das? Da. Auf dem alter Schlüssel. Kommt auch nochmal so ein Kumpel raus? Keine Ahnung. Ah, egal. Boah, dein geistiger Zustand, ne? Lass mal lesen. Also, nur ein Flashing. Sollen wir es einsetzen, oder? Kannst machen, ja. Yeah. Wir werden uns jetzt erschrecken, dann ist unser geistiger Zustand wieder voll da. Sag ich doch. Und jetzt greift er uns an. Ja. Nein. Wollen wir es wissen? Ah, du Schlingel. Ich hab's gerade. Das heißt, wir hätten drauf gehen können. Ja. Ich höre nie wieder auf dich. Ah. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Dun, 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 dun. Das kann lang dauern. Oh, wir lehnen uns zurück. Geistiger Zustand am Arsch. Ja, Leiter sehr hoch, Ausdauer auch niedrig, tipp ich mal. Unsere Nerven sind auch blank. Ja, oh. Aber da haben wir ein paar Freunde gefunden. Oh, was habt ihr da? Einen, oh Gott, schnell bedecken. Ihr seid Männer, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Spreit seine Beine! Du fährst mir ohne Kopf irgendwie besser. Planschbecken! Und alle machen mit. Keine Vertragslaufzeit und so weiter. Boah, das ist also Nervenzeug. Ich bin cool. Ich bin's nochmal, Marcel Davids. Ich habe hier noch was Kleines und Lustiges für Sie hier vorbereitet. Einfach den schmalen Gang hier um die Kurve laufen und der Rest erlegt sich von selbst. Wie gesagt, es ist eine Kleinigkeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich würde es mal kurz nehmen. Weiß nicht. Ja. Nee. Das Leben. Ja, genau das. Okay, gut. Ja, und was ist das da? Wenn das irgendwas am Arsch ist. Am Arsch? Solche Kraftausdrücke. Ein schmaler Gang. Hallo? Na weiter. Yeah, ich kann nicht. Lol. Ah! Was geht ab? Jetzt geht's los, du. Er fliegt! Yeah. Party rock that's in their house tonight. Das kann ich auch gucken.
Coop. Boah, schwul oder was? Ich glaube, unser geistiger Zustand ist mal wieder voll am Arsch. Mach ich auch immer. So viel Öl brauchen wir doch eigentlich gar nicht, oder was ist das? Für Kerzen. Brauchen wir doch gar nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Geh mal schnell. Meine Fresse ist der Scheißweg noch lang. Ja. Warte, mach mal noch mit Help. Kannst du da Öl auffüllen. Okay. Ja, schon. Ja. Okay. Nimm so einen Stuhl. Jetzt hilft er. Es geht weiter und weiter und immer schneller. Ich glaube, wir sind tot. Ich weiß aber nicht so ganz. Oder wir machen einfach eine Ruhepause. Ah ne, wir sind nicht tot. Nimm mir den Weg entlang. Ich kann nichts machen, doch. Oh, das kannst du öffnen. Geh mal den Weg entlang. Der Staub. Oh nein, ich lauf einfach. Und die Lampe, also. Hau mir halt das Tor ins Gesicht. Hey, das ist ein Haus, von wo wir gerade runtergeguckt haben. Yeah. Alles krass. Ja, man, Rasenmähen können sie auch mal. Ich glaube, wir haben es geschafft. Schwimmbad! Yeah. Und hier meine Mailadresse. Das glaube ich tot. Quatsch! Ja, voll der Fail, der fliegt hier so und dann macht er eine Kurve. Ja, normal. Mach ich auch immer. Aha. Irgendwie schon schwul das Spiel. Es gibt keine Mädchen, nur Jungs. Auf jeden Fall ritzen wir sie. Hallo. Ja. Hey. Irgendwas. Nein, genug. Ja, yeah, Mann, Entschuldigung für diesen kleinen Ausrutscher. Kevin kann nichts dafür. Boah. Okay, jetzt reicht's auch mal wieder. Kevin, jetzt stinkt. Bei dem Gestank müsste ich glaube auch husten. Heu, da gab's glaub Chili con Carne zum Mittag. Boah, war das anstrengend. Mein Arschloch brennt immer noch. Och, ich wollte da reinhüpfen. Will, kann ich da reinhüpfen? Yeah! Dun. Hey, ich bin mit. Yeah. Arschbombe! Boah! Ist ja schon Wasser drin. Ja, klar.
Ja, aber voll wenig. Ja, du hast ja noch hier. Kaum bei Bewusstsein. Jetzt. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Ist ja egal, ne? Ratiofarm. Gute Preise, gute Besserung. Wir machen Schleichwerbung. Ja, das ist los. Japaner! Hammer, geil. Hier den. Mal wieder mit 1 und 1. Ey, das sind immer wieder die Chili con Carne Typen. Ah, du musst links, da war auch eine Tür. Hab ich gerade gesehen. Ah, lol. What the fuck, Alter. Wie ist das denn? Zunderbüchse. Da können wir gut Feuer machen. Du hast einen Schlüssel noch. Ah, Schlüssel benötigt. Versuch's nochmal. Ja. Das steht dran, dieser Gegenstand kann für diese Tür nicht verwendet werden. Hä? Cheat. Okay. Ich ja. Yeah. Ich glaube, wir kommen nicht weiter. Warte mal, vielleicht ist es irgendwie so ein Fell oder Türrahmen vielleicht mit der Anschlüsse. Ah ja, genau, da gucken wir mal hier. Hört mal hoch. Andere Seite. Hier gibt's keine Schlüssel. Nein, jetzt kann ich raus. Versuch nochmal. Muss gehen. Das ist nötig, jetzt mal. Das ist ja in dem Schwimmer leider noch. Haben wir übersehen. Kann sein. Irgendwas versperrt. Toll. Ja, da muss noch ein Schlüssel sein. Ja, aber halt wo? Ja, beim Schwimmbad. Geil. Warte mal, start mal kurz. Wir müssen kurz beenden, nur beenden. Ja, okay. Ja. Und ich hoffe jetzt, wir spawnen wieder Benutzerdefinites doch. Oh! Nein, wir müssen das jetzt von vorne spielen. Ja. Nein! Warte. Hoffentlich geht es jetzt. Ja man, hoffentlich. Bisschen cheaten. Bitte. Ja, also Leute, wir haben es geschafft. Warte mal dahin. Genau da. Nach rechts. Oh. Da will ich ja gerade lang laufen. Wir werden uns bestimmt jetzt noch riesig erschrecken an diesen sehr netten Herrn. Das ist Rüdiger. Er ist 90 Jahre alt, mag Äpfel und ist Zahnarzt. Hey, das ist mein Lieblingsberuf. Warte, schau mal hinter dir. Also geistige Zustand ist nicht mehr. Ja, guck mal. Okay. Ach, die Kopfschmerzen. Jetzt nehme ich einen Apfel. Und hier. Yeah! Alter, die machen alle Geräusche. Verzähl. Verzähl. Oh, oh, das ist aber ein schlechter Pfusch am Bau. Dun, 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 dun. Aha. Nice. Fangen wir ganz unten an. Spot. Oh. Marcel David zum Fernsehen.